Herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei Oldorf. Ich habe hier ein WKS Janus. Okay. Und hier will er nicht. Gut. Okay, dann werden wir den einmal eben zerlegen und gucken nach, woran das liegt. Hier haben wir so Schlinte drin. Nehme ich mal eben raus und dann schauen wir mal, was da so gleich passiert. Ja, hier ist der Splint. So. Okay, es geht hier einwandfrei. Das läuft auch. Die schräge Seite muss immer zum Zylinder sein. Ja, soweit ist es in Ordnung. Gucken, ob das gleich an dem Kupplungsteil liegt. Das werde ich jetzt mal ein bisschen prüfen. Ja, hier sehen wir die Ursache. Sind eine Menge Insekten drin. Die sich dann niedergelassen haben. Gut, dann bauen wir die jetzt mal wieder zusammen und dann ist das Thema schon erstmal wieder erledigt. Ja, zusätzlich zu dem Käfer, der da drin war, war die Stahlie noch gebrochen. Und deswegen war die Schließnase dann danach auf verkehrter Position. Gut, den muss ich dann noch ein bisschen weiter reinhauen. Auf alle Fälle ist das jetzt wieder in Funktion. Der BKS geht wieder. Ja, bei dem brechen ganz oft hier, habe ich das jetzt schon gehabt, diese kleinen Ringe. Oder sind diese Verlängerungen, sind das, ne? Der knacken einfach weg. Warum, wieso auch immer. Egal. Auf alle Fälle ist da jetzt ein neuer drin. Es funktioniert wieder. Ich kann das wieder zum Kunden schicken, kann das wieder einbauen. Und dann kann er mit dem Zylinder wieder schließen. BKS wollte das nicht reparieren. Die wollten auch richtig viel Geld dafür haben. Na gut, kein Problem. Wenn Sie sowas haben, schicken Sie mir sowas rüber. Ich mache Ihnen das wieder heile. Und dann können Sie das Ganze dementsprechend wieder benutzen. Und das ist eine ganze Ecke preisgünstiger, als wenn man das jetzt zum Lieferanten da schickt oder Richtung BKS. Gut, alles weiter in der Videobeschreibung unten drunter. Einfach mal runterscrollen und dann finden Sie da meine Adresse.